Dann machen wir mal 19, 20. Gut, Wir dann machen können wir jetzt noch kurz 19, über die Preise 20. sprechen. Genau, dann kannst du meinetwegen jetzt los und die anderen können in der Zeit schon mal gucken, ob ja sowas wie Betten gekauft wird oder ob ihr auf dem Boden schlaft und dann ist halt die Regeneration vermindert. Wie ihr Auf das dem Boden macht. schlafen. Überlegt euch das. Bei Betten, die einen Dukaten kosten, schläft keiner auf dem Boden. Also ich bin pro die teuren Betten, sage ich jetzt schon mal im Vorhinein, weil ich aber finde, ob wir das teure Hotel bezahlen oder ob wir uns das einmalig gönnen mit den Betten. Ich meine, es ist ja auch irgendwie für langfristiger. Deswegen bin ich für die teuren Sachen. Im Moment haben wir gerade ein bisschen Geld und ja, aber das Ja, ist. aber wer weiß, wie lange wir mit dem Geld noch klarkommen müssen. Wenn wir irgendwie ein paar Söldner erneuern müssen, schmilzt das schneller dahin, als du gucken kannst. Aber wir haben auch immer noch die Ah, stimmt. Unterstützung, ne? Egal, ich bin Stimmt. jetzt mal weg. Bis später. Gucken wir uns mal die Gruppenkasse an. Die Gruppenkasse sollte jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, sein bei 640. Betten. 6 Stück, ja oder nein? Jeden Fall 6 Stück. Frage ist Sechs nur, Stück. welche Qualität. Qualität? Also ich bin auch für die guten Betten. Ich auch. Gut, dann habt ihr jetzt 6 Betten. Macht mal mit Steuerung C, Steuerung V, könnt ihr euch sie kopieren. Und dann zieht jeder die Betten irgendwo dahin, wo er schlafen will. Wie gesagt, überlegt Vielleicht euch das sollten mit wir den erstmal Räumen. Räume einteilen und dann Genau, einrichten. überlegt euch das mit den Räumen. Ich zieh mal die Betten an die Seite. Gut, minus 60 Dukaten. Wer das macht, dass einfach da aus sein Bett auf die Ukuri stellt. Moment, Jemand, die wird also ein Bett haben. es gibt hier, wie gesagt, gibt es noch einmal das zweite, was genau darüber ist. Das heißt, es gibt hier nicht nur den einen Stock, sondern genau darüber noch einen zweiten. Und wenn du willst, kannst du dann auch ja im Lager schlafen, aber wenn du Ja, die. auf der Ukuri, also du, wenn die Ukuri halt da ist, kannst du auch auf der Ukuri schlafen, aber wenn die Ukuri halt nicht da ist, dann schläfst du irgendwo ohne Bett. Die Söldner Ukuri wird schlafen. ja jetzt, wenn sie in 2 Tagen kommt, ab da dann kann sie uns immer zur Verfügung stehen, oder nicht? Nicht, wenn sie versenkt Ja, wird. ich wollte gerade sagen, also wenn sie untergeht oder wenn ihr die in Mendena liegen lasst und dann mit dem Boot weiterreist oder mit dem Schiff weiterreist, mit dem Pferd weiterreist und dann irgendwo in Beilung wieder weiterfahrt, dann ist die Ukuri halt nicht da. Das stimmt, aber da ist unser Bett aus unserem Konto hier natürlich auch nicht da. Ja, das ist richtig. Ich teile jetzt hier gerade einfach mal willkürlich Räume auf. Und Also, suche nach einem ihr könnt auch mal Screenless. den Potro nehmen als Messtauken, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, die Räume sind dann, also ihr müsst das Ganze durch 10 teilen. Das sind dann 5,50 m. Also, 5 mal 4 sind 20 Quadratmeter. Das ist schon gut groß. Dann brauchen wir irgendwie, werden wir für jeden einen Schlafsaal einrichten oder für Wascha und Rodrigo eingeteilten und Myria wird sowieso bei mir pennen. Dann brauchen wir, warte, Evanaios und Also, Renesion Wascha und. und Rodrigo können jetzt zum Beispiel jetzt diesen Raum hier nehmen, wenn ihr wollt. Ne, den wollte ich irgendwie als Achso, ja, das hier könnt ihr auch machen, mir ist das egal. Kartenraumbibliothek hast du nicht gesehen einrichten. Aber wie gesagt, ich schmeiß hier gerade nur Ideen an die Wand. Wenn ihr Ja, irgendwas macht habt, mal. dann sagt Bescheid. Und mit der Südseite kann man halt nicht viel anfangen, weil da dieses klaffende Loch drin ist. Ihr könnt das auch zumauern. Was ist denn das überhaupt? Aber dann haben wir kein klaffendes Loch mehr. Da kannst du dann Dinge, die oben rumliegen, könnt ihr mit dem Kran hoch und runter befördern. Normalerweise wird ja hier auch in diesem Obergeschoss des Kontors nur Shit gelagert. Und der wird halt mit dem Kran da rauf und runter auf so einen Karren geladen. Den siehst du ja auch noch im Untergeschoss stehen. Also ihr könnt das auch zumachen. Müssen wir Brauchen gerade wir gar nicht. wahrscheinlich eh nicht, oder? Also ich würde fast sagen, dass wir hier die Fassade von dem Kontor und das hier gehandelt wird, dass wir die aufrechterhalten. Und ähnlich wie der Captain Harrier Ben Chalik, wenn wir auf der Blutigen See unterwegs sind, als Schmuggler ausgeben. Ja, aber wenn wir Lagerfläche für Waren brauchen, können wir die ja auch noch im zweiten Stockwerk des Docks lagern. Ich glaube, da ist der Ihr könnt Platz auch nicht hier so. noch Räume einziehen. Ich weiß nicht, was man sonst damit machen will. Also, wenn Ach ihr so, ja, Sachen das. unten. Da wohnen natürlich die Söldner. Ach so. Ein Pokertisch. Sehr cool. Den wollte ich jetzt gerade im Obergeschoss platzieren, eigentlich. Da. Dann kann man da die hier Karten aufbewahren und den Safe reinstellen in den Raum und dann ist das alles abgetrennt. Okay, wir haben einen Schlafraum, wir haben zwei Schlafräume, wir haben drei Schlafräume. Yalan, Brindisian, Ephadaios. Dann Ja, ich bin auf dem nehmen Bett. wir den Warte. großen mal für Wascha und Rodrigo an. Ich mein Bett mal hier drüben hin, da das kommt dann auf die Ukuri. Warum sechs Betten?
Für Myria. Stimmt, die kriegt dann halt kein gutes. Also, alles klar, dann sind das 50 Dukaten. Wenn ich jetzt sage, wir legen dann nochmal... Nein, du hast recht. Ich ziehe irgendwie doppelt Dukaten für meine knappen Lynch, der Rest. Nein, 50 Dukaten, du hast recht. Also es sind halt 5, 6 Schlafräume, aber... Naja, 51 Dukaten, einen für normales Bett dazu. So. Gut, 50 Dukaten, passt. Myria bezahlt das selbst. Oder so. Der ist dann im Rot, hat ja wahrscheinlich. Gut, dann den Tisch haben wir, brauchen wir ein Bücherregal. Stellen wir das hier oben rein. Okay, wollt ihr euch Informationen kaufen? Würde ich gerne drüber sprechen, wenn Wascher wieder da ist, aber von meiner Seite aus ja. Wie viele Informationen? Ich würde sagen, an der Sache sollten wir auf jeden Fall nicht sparen. Richtig. Also wir können ja auch erstmal jetzt für sich von Anfang ein paar kaufen und gucken, wie gut wir als Spieler mit denen interagieren können und dann einfach immer mehr dazu kaufen. Also vielleicht sollten wir auch erstmal abwarten, wo wir dann hinfahren, um dann ein bisschen spezifischere Informationen zu bekommen, oder? Das lohnt sich vermutlich. Aber was wir auf jeden Fall brauchen werden, sind Positionen der, oder zumindest die Stützpunkte der verschiedenen Flotten, die hier operieren. Denn wir wollen nicht mit irgendwelchen Piraten hier ineinander geraten. Denn wir sind zwar offiziell, wir sehen aber nicht offiziell aus. Wir haben keine Papiere und nichts, wo dann draufsteht, ja, ich bin Alexander, oh, das sind meine Typen, lass die mal in Frieden. Entsprechend müssen wir da Fingerspitzengefühl beweisen. Hat Brindigi an sich schon einen Raum ausgesucht? Ich nehme den hier in der Mitte. Den. Okay. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mit den Schleiern und mit den Vorhängen mache. Wahrscheinlich werden das einfach nur farbige Räume werden. Also rot oder so. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie Wascher sich das selber vorgestellt hat. Ja, ich denke, das sind dann so Vorhänge, die man dann so tagsüber auch wieder hochziehen kann dann. Ich hatte jetzt im Schiffskompendium mir mal die Lorchers angeschaut. Und da gibt es, also je nachdem, was für ein Leucher das genau ist, schon durchaus Unterschiede darin, wie schnell sie sind. Ich würde sagen, wir investieren noch ein bisschen Geld in eine sehr gute Takelage und starke Segel. Ich glaube, die Leucher im Schiffskompendium waren aber alle zwei Maste. Ja. Genau, die also im Kompendium und in Erzwogen sind alle zweimastig. Achso, unsere ist ein Einmaster? Genau, unsere ist ein Einmaster. Okay. Das Token liegt ja schon im Hafen, wäre ganz schön, wenn du da einfach mal die Werte eintragen kannst, wenn du sie genau. Schon hast. Ja, wenn sie überhaupt relevant werden, ne? Muss ich mir nochmal angucken. Jetzt in nächster Zeit werden sie noch nicht relevant, weil wir noch keine Schiffskämpfe machen. Das schwebe ich mir für später auf, weil nee, aber mit einer... mit dem Schiff wollt ihr einfach nicht kämpfen. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. So Sachen wie Geschwindigkeit und Besatzung genau. Also für die Geschwindigkeit, ich muss mal gucken, ich hatte die Strecke schon mal ausgerechnet. Ich habe jetzt gesagt, 10 Meilen pro Stunde macht ihr mit dem. Das mit einem einmastigen Schiff. Der Vorteil ist natürlich, weil sie ist klein und hat hoffentlich auch wenig Tiefgang. Laderaum wäre natürlich auch noch wichtig. Laderaum habe ich mir bisher noch nichts angeguckt. Nimm einfach mal sowas wie eine. Was war das? Ich muss gerade mal gucken. Das Schiff befindet sich schon auf dem blutigen See. Das ist grob 24 Meter lang, aber das ist natürlich nicht alles Staufläche. Nimm einfach mal den vergleichbaren Raum eines einmastigen Schiffes. Also die kleinste Räucher, die ich im Boot finde, hat 85 Meter. Die ist aber 30 Schritt lang. Also sagen wir mal 60. Ja, 60 klingt gut. Ja, und wenn ich jetzt das Arsenal aufmache und gucke, was Geschütze kosten, treibt es mir die Wasser in die Augen, also lasse ich das. Ja, ich glaube, unsere Leuchte brauchen wir das auch nicht. Geschütze braucht man immer. Gut, das heißt, ihr könnt damit nur fliehen und nicht kämpfen. So, wir haben jetzt 50 Dukaten für die Betten ausgegeben. Der Tisch zimmert euch Potro umsonst.
Dann haben wir 10 bis 20 Dukaten für die Schleier und Vorhänge. Was würde uns ein Safe kosten? Ja, da kommt es natürlich darauf an, wie safe soll der Safe sein. Ist das ein zwergisches Meisterschloss, kann sowas 1000 Dukaten kosten? Soll das einfach nur den generischen Einbrecher da irgendwie abhalten, dann ja meinetwegen 100 oder 50 Dukaten. Das ne? Ist dann halt was so ein schweres Eisending. Was bräuchte man denn, um Ragnar draußen zu halten? Ich weiß gar nicht, wie hoch der hat, aber da kannst du so, also Ragnar als Spielerheld, rechne mal mit so 200 Dukaten, um Ragnar wegzuhalten. Uff, das können wir uns... Können wir uns das leisten? Ich glaube nicht, dass wir uns das also leisten. Also 1000 Dukaten ist ein zwergischer Meisterhandwerker, dann ist die Schlösserknackenprobe schwert um 21. Wir ja, können wir natürlich... Können, wir haben 600 Dukaten, wir können nicht 200 davon in ein Safe investieren. Dann so, haben wir ihr habt jetzt 70 Geld. Dukaten ausgegeben für Schleier und für Betten. Richtig. So, ihr hattet 640. Tun wir mal so, als müssten wir im aller im Worst Case 10 Seeleute anmeuern. 10 Seeleute verdienen 2 Silber am Tag. Tun wir so, als müssten wir das 2 Monate durchhalten. Sind wir schon bei 120 Dukaten. Die müssen jetzt aber auch alle noch versorgt werden. Also hier, was Safe angeht, die Okuri ist ja ein Schmugglerschiff und was Everdaus sich ja anfertigen könnte, ist so ein Geheimfach unten am Schiff. Können wir halt immer gut be- und entladen, wenn entweder mit einer wasserdichten Kiste oder wenn wir unser Dock trockenlegen, dann kommen wir da auch mal gut ran. Also ja, an sich wieder kein Problem, aber wenn die Okuri untergeht, dann ist halt die Gruppenkasse weg. Richtig, ja. Also die Frage ist halt, wo packen wir die Gruppenkasse hin? Dorthin oder teilen wir die sogar auf? Also ich meine, können ja auch einen Großteil einfach machen. Zur Bank geben. Also ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt noch Teile vom Drachenschatz habt, da kommt dann ja vielleicht wieder was dazu. Wenn ihr Artefakte oder sowas habt, dann könnt ihr die natürlich auch wieder bei euch führen oder ihr sagt, ihr braucht die halt nicht oder ihr habt jetzt irgendwie noch einen Achfabar, den wollt ihr jetzt nicht mitführen, dann tut ihr den hier in den Waffenständer, dann ist er halt erstmal safe weggeschlossen, sag ich mal. Ja, sollten wir am besten den ganzen Raum für anlegen. Könnt ihr halt meinetwegen auch machen. Wenn wir mal hier unten das Loch zu mauern, hätten wir sogar Raum. Wie gesagt, ich kann das halt Photoshop. Dann sagt ihr, ich soll das zumachen, dann mache ich das zu. Haben mich Wurms gerade ein bisschen, dass Rodrigo nicht hier ist. Der hätte da bestimmt jede Menge Input zu, den er gerne loswerden würde. Also ich bin dafür, wir sollten erstmal sparsam sein. Denn A, wir wissen noch nicht, wann wir überhaupt das nächste Mal wieder auf Geld kommen können und ob wir uns dann in Zukunft selbst versorgen müssen. Und darauf Piraten zu werden, hatte ich jetzt spontan keine Lust. Und wir wissen nicht, ob an der Okuri vielleicht was gemacht werden muss, ob die in Wahrheit schon weggeschlagen ist und wir das noch nicht wissen. Und was uns Söldner und Matrosen kosten würden. Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall für Besatzung und so Rücklagen halten. Aber jetzt am Anfang, also gerade weil wir jetzt halt was haben, schon in gute Sachen investieren. Also zum Beispiel einen Labortisch, wo wir Sachen, zum Beispiel Briefe oder Handelspapiere fälschen können, sowas. Wir haben keinen Fälscher. Ja, das... Achso, richtig. Aber der ist in Zeltach geblieben. Ja, das mussten halt, ich weiß nicht, Pundician oder Washer lernen. Wir könnten versuchen, Elikara aufzutreiben, ob die da vielleicht was kann. Muss hier ja noch irgendwo sein. Die wird auch nicht billig. Also FHDAS wird auf jeden Fall dafür sein, dass wir hier Top-Werkzeug haben, um ein Schiff zu reparieren, in Stand zu halten. Ich glaube, das fällt nur noch die Sonderfertigkeit. Ich sollte mich auch vielleicht mit Ausgaben nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe ja 200 Dukaten erstmal für Ausrüstung auf den Tisch gelegt. Also ich denke, wir sollten 300 sollten wir zurückhalten für Mannschaftsausgaben. Damit sind wir, denke ich, auf der sicheren Seite. Hatte Frost was gesagt, was hier so ein Labortisch oder Bücherregal oder also was kostet? Bücherregal und macht Borgwarmmonster, werden wir mit den Kosten fürs Holz zurechtkommen. Oder vielleicht nicht mal damit. Labortisch hat er sich leider ausgeschrieben zu. Und ein Geheimnis waren 5 Dukaten oder wie viel? Hat er gesagt, ich weiß nicht, was jetzt für ihn ein Geheimnis ist. Ob die Lage eines der Teile der Perlenflotte ein Geheimnis ist. Oder die Lage von allen, was noch übrig ist. Mach mal Sasenal auf, ich will's jetzt doch wissen. Ach du Scheiße!
Eine leichte Rotze kostet 800 Dukaten. Gut, ja. Bewaffnung ist damit, denke ich, raus. Was brauchen wir noch? Wie gesagt, kann sein, dass du die Uguri-Reparaturen brauchst und wir noch Holz kaufen müssen. Die eigentliche Reparatur können wir dann, glaube ich, selbst machen. Oder zumindest du und vorkommen. Genau, also Werkzeug dafür brauchen wir halt. Dass wir vielleicht zwei, drei Söldner anheuern sollten bei verringertem Sold, die einfach nur hier rumsitzen und aufs Konto aufpassen, während wir weg sind, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Denn noch ist es halt ein heruntergekommenes Konto, aber wenn irgendjemand anfängt Fragen zu stellen und das nicht gar so sehr aussieht, als wären wir ehrwürdige Handelsleute, könnte das zu Problemen führen. Oder dazu, dass irgendjemand mal sehen will, was genau wir eigentlich tun. Aber wenn es hier nicht so, wenn es ein bisschen runterkommen aussieht, dann lockt das natürlich auch weniger Diebe an, ne? Ja, vielleicht ist einfach mehr neugierige Leute an, wenn jetzt 10 Jahre lang dieses Konto leer steht und auf einmal 10 neue Leute an. Wir sollten vielleicht auch uns Gedanken machen, dass wir wie Händler aussehen und uns erstmal Hansen und Hansen oder so über die Tür schreiben. Und ein paar Kisten verschiffen. Wir könnten ja ein übelst billiges Willkommensfest abhalten, wenn man hier ankommt, sich denkt, oh ne, hier gibt's nichts zu holen. Können uns natürlich auch einfach alle als Händler zur Ruhe setzen. Und wir schmuggeln in Zukunft Waffen von hier bis nach Weilung oder so. Richtig. Wir können natürlich wirklich schauen, ob wir irgendwelche schwarzmaraskanischen Schiffe aufbringen können und mal gucken, was die so geladen haben. Die müssen ja auch ihren Nachschub irgendwo herkriegen. Meinst du, dass wir so eins überfallen und uns dann quasi als die in Zukunft ausgeben, oder wie? Nee, dass wir so eins überfallen und uns dann als Piraten ausgeben, die von hier aus ihren Shit verkaufen. Mhm. Oder dass wir uns halt nur deren Ladung aneignen und uns als ehrbare Geschäftsmänner ausgeben, die von hier aus ihre Waren verkaufen. Ist unser Schiff überhaupt dazu in der Lage, irgendwen zu überfallen? Das ist eine gute Frage und ich glaube, die Antwort lautet nein. Naja, so Schimpfkampf halt nicht, aber wenn wir aus dem befreundeten Handelsschiff, ne, und dann plötzlich aufs andere Schiff springen und dort versuchen... Ich meine, uns kennt keiner, aber die versunkene Uhkuri schon. Das heißt, wir fahren nach Helmporn rein, gehen vom Schiff runter und aufs nächste drauf und machen denen die Taschen leer. Also Piraten, die sind halt auch, also so ein Schiff ist halt schon richtig viel wert, also meistens ähnlich viel wie die, also oder vielleicht sogar mehr als die Beladung, deswegen wenn man Schiff erbeuten kann, ohne es zu versenken. Wir haben nicht die Crew und zwei Schiffe durch den Sturm und da müssen Kunst umzubringen, das kannst du knicken. Nö, ich meinte, dass Piraten uns vielleicht auch nicht unbedingt immer versenken wollen, vielleicht wollen wir uns auch wirklich mal entern. So, das wird garantiert passieren. Im Übrigen, also die kleinste Leuche im Buch, die ist aber immer noch größer als die wir haben, käme 7500 Dukaten. Nur, dass wir mal einen Vergleichswert haben. Gut, also tun wir mal so, als bräuchten wir 10 Seeleute. So, ich bin wieder da. Was habt ihr überraschlagt? Ja, also wir haben... Geschütze sind definitiv raus. Wir haben mal die Kosten nachgeschlagen. Und wir haben halt überlegt, wie wir das Konto so aufziehen, dass es aussieht wie ein Konto und nicht wie, hey, wir sind von der KGA und verstecken uns hier. Und wir kamen in die Idee, dass wir halt versuchen könnten, irgendwie ein paar schwarzmaraskanische Transportschiffe aufzutreiben, uns deren Ladung anzueignen und die dann von hier aus nach und nach zu verkaufen, damit es halt so aussieht, als würden wir hier ein Handelsgeschäft betreiben. Ein schwarzmaraskanisches? Ne, richtig Piraten werden wollten wir nicht. Irgendwo ist eine Grenze. Und die ist eigentlich schon 3 Meter überschritten, aber darum geht's gerade nicht. Ach so, ihr wollt Schwarzmaraskaner überfallen und dann deren Waren verkaufen? Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Weiß ich nicht. Habt ihr jetzt einen Raum für F3s noch? Oder? Es steht einer mit F dran, ja. Okay, weiß ich nicht. Nee, also, aber der ist auch nicht für mich, sondern also ich möchte dann wirklich auf der Kuri schlafen. Ja, wenn die Kuri nicht da ist, musst du auch irgendwo pennen. Das heißt, wir werden nicht drum rumkommen.
dann hat der halt nur ein schlechtes. Also ich meine, wenn die Okuri da ist, dann spendest du auf der Okuri, kannst du halt mal machen. Und ja. Ansonsten kannst du halt trotzdem ein Better reinstellen und dann sagst du halt, das ist leer, wenn du halt nicht da bist. Also ich habe einen Raum eingezeichnet, ich habe auch F an den Raum dran geschrieben. Also der Platz du, ist da. Warte, gib mir mal eine Zimmermannsprobe. Du baust jetzt dein eigenes Bett. Und zwar das auf der Okuri baust du dir und das andere ist gekauft. Nee, das gekaufte wollte ich halt auf die Okuri stellen. Okay. Und hier hat er dann eine Hängematte oder so. Eine Hängematte? Gib mir mal eine Zimmermannsprobe. Du willst den einfach nur die Probe schmeißen lassen, oder? Ja. Der Typ hat auch ein Meisterhandwerk drauf, also soll er halt mal benutzen. Ja, in dem Fall mache ich das aber nicht. Dann ist das eine Regeneration plus minus. Also wenn ich an dem neuen Bett schlafe. Genau, wenn du in diesem Bett schläfst, hast du nur eine Regeneration plus minus 0. Okay. So, sagt mir mal, wie viele Infos ihr haben wollt. Ich habe hier im Moment 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück habe ich. Ich kann euch noch mehr geben. Wir wissen halt nicht genau, was eine Info ist. Ist eine Info sämtliche bekannten Standorte der verbleibenden Permameerflotte oder ist eine Info da, wo die Seehalber gerade ist? Das kommt ganz drauf an. Na ja, dann lass doch einfach mal jetzt hier 5 Stück, sind doch 25 Dukaten, oder? 5x5 sind 25, wir nehmen einfach alle. Gut, ja. Dann 25 Dukaten runter, seid ihr bei 5, oh Gott, helft mir mal, 25, 45. Dann haben wir, so, ich verschicke jetzt private Nachrichten an euch. Darum kriegt ihr erst PMZ. Ich glaube, dass wir die Infos erworben haben, mal auf der Karte markiert. Ihr könnt euch die angucken und dann, wenn die Runde gleich wieder beginnt, dürft ihr die vorlesen.